Hallo liebe SUP-Freunde und herzlich willkommen zu meiner SUP-Tour hier auf der Ruhr. Es geht von Hohenstein bis etwas weiter nach Isenburg. Viel Spaß auf der Tour! Heute unterwegs in der grünen Lunge des Ruhrpotts. Es geht mit teils leichter Strömung entlang der sanften Hügel des Ruhrtals. Und wer nicht selbst hier auf der Ruhr gepaddelt ist, glaubt nicht, wie schön diese Region sein kann. Der heutige Abschnitt zwischen Witten und Hattingen kann auch wunderbar in zwei Teilabschnitten von ca. 10 Kilometern gepaddelt werden. Aber schauen wir uns kurz die Übersicht an. Die Ruhrtour startet in Witten, geht über den Kemnader See und endet vor der Isenburg in Hattingen. Da die Ruhr in Abständen gestaut wird, muss man keine Pegel beachten und hat immer genug Wasser unter der Finne. Bevor es aber ins Wasser geht, schauen wir uns kurz den Ausstieg an. Der liegt ideal unweit von einem großen Parkplatz vor der Isenburg, quasi direkt nach dem Isenburg-Schwall. Springen wir zum Startpunkt nach Wittenbommern. Hier kann man hinten an der Straße parken und findet am Ufer ausreichend Platz zum Aufbauen und Einsteigen. Da ich mit Ausnahmegenehmigung beim Camping Steger parken durfte, ist mein Einstieg noch 2 Kilometer flussaufwärts. Ich bin heute noch mit dem kompletten Filmteam hier am Start, weil es gibt Secret-Aufnahmen für ein SUP-Magazin. Ihr dürft gespannt sein. Wie immer lasse ich für euch meinen Trecker mitlaufen, um die Tour 1:1 wiederzugeben. Wer sich die Tour aufs Handy laden will, kann sich hier oben rechts den QR-Code scannen. Die Tour beginnt mit einem super Blick hier nach oben zu diesem Denkmal. Es geht los mal ausnahmsweise am Mittwochvormittag, da dieser Tourenbericht eine Auftragsarbeit ist. Das Frühjahr hat bisher wenig schöne Tage für uns Paddler übrig und ich musste diesmal Überstunden abbauen, um den Bericht termingerecht abzugeben. Der erste Kilometer ist schon mal vielversprechend. Es geht entlang bewaldeter Ufer und nur das Clubhaus des Rudervereins Bochum mit Gebäude und Anleger sind Zeichen von Zivilisation. Wenn ihr auf dieses Wehr zufahrt, haltet euch rechts und da gibt's einen Abgang nach unten. Das erste Wehr am historischen Kraftwerk Hohenstein muss umtragen werden. Der Weg geht hier an der Fischtreppe entlang und dann direkt rechts rüber zum Strand. Wenn ihr jetzt von der Fischtreppe kommt und dann in die Strömung fahrt, passt ein bisschen auf. Hier hat es ganz schön viele Pilze und Verwirbelungen und Kehrwasser. Also da ist ordentlich die Bremse drin. Mich hat es beinahe eben geschmissen. Ich bin jetzt hier zwar ein bisschen nach vorne gerückt, um die Finne hinten zu entlasten, weil ich habe die Standardfinne drauf, aber war nicht vonnöten. Man kann hier mit geschickter Wegführung gut durchfahren. Und weil das Ganze jetzt hier erstmal ein bisschen entspannter weitergeht, die kompakten Tourdaten. Wer nach der Brücke einsteigen möchte und im Wehr, hat hier auf der linken Seite in Flussrichtung auf jeden Fall viele Einstiegsmöglichkeiten bei den Kanu- und Kajakvereinen. Rechts der Ruhr Industrie und Maschinerie, links der Ruhr Ruhe und Gemütlichkeit. Über die abnehmende Strömung kündigt sich das nächste Wehr an. Hier ein Schild Bootsgasse und Bootsumtragung rechts. Wenn es die
Urtalfähre Hardenstein ist, dann denke ich, dass es auch das Hardensteiner Wehr ist. Bevor ich mich jetzt aber hier die Bootsgasse runterstürze, schaue ich mir das Spektakel erstmal von Land aus an. Ich habe das Ganze jetzt mal zu Fuß gecheckt und ich muss sagen, die Schose hat hier unten ganz schön viel Schwung. So, dann geht es jetzt hier mal mit Schmackes in die Bootsrutsche und ihr seid mit dabei. Die erste von drei Bootsrutschen ist schon mal super und stellt keine großen Ansprüche an den Captain dar. Was Pausenmöglichkeiten anbelangt, habt ihr hier einiges geboten und könnt alle paar Kilometer irgendwo Halt machen und etwas trinken oder essen, so wie hier auf meiner rechten Seite. Mensch, ich dachte schon, ich sei der Einzige heute auf dem Wasser. Jetzt geht es am Eingang in den Kemnader See erstmal rechts an der Herzinsel vorbei. Jetzt bin ich im Vogelparadies Kemnader See angekommen. Der geht jetzt ungefähr 2 Kilometer bis darunter und dann geht's in die nächste Bootsrutsche. Wie man hier schön am Segelboot sieht, habe ich Rückenwind. Wenn ihr auf die Staumauer zufahrt, dann haltet euch nach links. So, bevor ich da wild reinfahre, checke ich mal ganz kurz. Ja, die Ampelanlage ist aus. Der Pegel ist hier relativ gut. Von daher glaube ich, dass man hier einfach runterschießen kann. Und ich werde es jetzt einfach mal probieren. Ab in Bootsrutsche Nummer 2. Ach ja, wem das Befahren der Bootsrutschen zu viel Action ist, kann mit seiner Safety Leash das SUP durch die Rutsche nach unten treideln. Alles tipptopp gelaufen, aber meine Serienfinne scheint ein bisschen aufgesetzt zu haben, aber nichts Tolles. Hat mich nichts gebremst, ihr habt es ja gesehen. Aus dem Kemnader See heraus ist man direkt hier in der Idylle. Hier fangen jetzt auf der rechten und linken Seite auch die Buhnen an und die Fließgeschwindigkeit nimmt wieder zu. Kommen wir zur Beurteilung der Tour. Macht ihr die Strecke am Stück, ist auf jeden Fall Kondition angesagt. Denn 20 Kilometer sind eine echte Hausnummer und bei Pech mit dem Wind kann es einem ganz schön die Körner aus den Muskeln ziehen. Deswegen mindestens 3 von 5 Paddeln. Da die Fließgeschwindigkeit nur in Teilen moderat ist und große Distanzen im Seemodus gepaddelt werden, bekommt die Tour 2 von 5 Erfahrungspaddeln. Die Tour verläuft zwar kurvenreich in viel Natur, schafft es aber trotzdem gerade mal zu 3 Paddeln, da ich, was den Tagebau von damals angeht, mehr alte Fördertürme und Schornsteine erwartet hätte.
Wollt ihr die Tour in zwei Teilen machen, zeige ich euch jetzt den idealen Ein- und Ausstiegsanleger bei Andres alter Fähre. Im Luftbild schön zu sehen, oben links der Kemnader See. In der Mitte Andres Anleger. Und dann schon den weiteren Tourenverlauf links in den Kanal hinein. Im Kanal zur linken Seite die Burg Blankenstein. Paddelt ihr durch, bis ihr am Wasserwerk vorbeikommt. Und dann rechts aussetzen. Hier der Ausstieg. Hier hinten geht's wieder rein. So, in diesem Teil geht endlich mal wieder ein bisschen Tempo ab. Für diejenigen, die die Ruhr als Mehrtagestour machen, gibt es entlang des Flusses einige schöne Campingplätze, die man buchen kann. Hier linke Hand ist auf jeden Fall eine Hundewiese. Ja, fein. Oh. Kurz vor Hattingen wird die Ruhr breiter und etwas unspektakulärer. Dafür ist dieser Abschnitt aber ein idealer Spielplatz für Paddler und Wassersportler aller Couleur. Die dritte Bootsrutsche liegt an. Hier gilt es, die Einfahrt ganz links nicht zu verpassen. Und wie ihr seht, hat auch diese Bootsrutsche ordentlich Schwung im Ausgang. Dann seid ihr etwa nicht im Allgäu angekommen, sondern auf den Kuhwiesen der Ruhr nach Hattingen. In diesem Teil der Strecke haben wir auch auf der rechten Seite die bekannten Heckrinder, die hier ja das ganze Jahr über am Grasen sind. Ja, ich bin ja ziemlich lang jetzt schon auf dem Wasser und hinter mir sieht man jetzt noch hier oben auf dem Berg die Isenburg. Und das ist auch mein Zielpunkt. Hier um die Ecke herum kommt der Isenburg-Schwall. Mir reicht's für heute. Es war eine sehr, sehr schöne Tour hier auf der Ruhr. Und wenn euch die Tour gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wem es besonders gut gefallen hat, der darf mir auch gerne 50 Cent in der Kaffeekasse hinterlegen. Ich freue mich. So, wir haben es geschafft. Da unten ging es raus. Ihr seht das Ganze noch. Und jetzt haben wir hier glücklicherweise den Shuttle stehen. Digger holt mich ab und bringt mich zurück zum Auto. Vielen Dank dafür.